Und damit ein herzliches Willkommen hier in Orlando, Florida, zur besten Show im Universe, nämlich NXT. So, jetzt habe ich es ausgesprochen. Und unser Opener wird bestritten von Will Ospreay, der ein paar Worte sagen möchte. Ja, vielleicht erklärt er ja, warum diese Agro-Aktionen gegen Pete dann im letzten Rematch. Naja, wir hören uns im ersten Match wieder.
Und damit sind wir auch jetzt am Start im ersten Match. Nachdem Will Ospreay und Pete Dunne sich endlich mal ausgesprochen haben. Und Darwin, den Überflieger, Mustafa Ali. Wenn ich jetzt die Leute immer so ansage, dann habe ich jetzt schon Angst bei AEW, wenn John Moxley kommt mit seinem John Moxley und sein Gegner im bunten Lichtern kommend zum Ring. Da sehen wir es. No Way Jose. Ich darf jetzt nur nicht zu laut schreien, weil sonst steigen mal meine Nachbarn oben aufs Dach. Ich finde mal schade, dass er in Einmarsch keine Konga-Truppe dabei hat. Ja, Mustafa Ali gegen Obey Jose. Und, oh, Mustafa Ali wollte es gleich schnell machen, läuft aber direkt in einen Konter rein. Und, ja, schön rumgedreht. Head Scissor und direkt das Cover. Reicht es sogar schon für einen Sieg? Nein, reicht es nicht. Und noch eine Head Scissor. The King of Head Scissors. Unser Mustafa Ali wird reversed. Ja gut, ganz klar. Und, oh! Und jetzt Mustafa Ali setzt... Nein, tut er nicht. Dropkick! Ich habe erst gedacht, er springt oben drüber. Und again Kopfschere. Und ein Senton, der... Naja. Und Whip-In erneut von Mustafa Ali. Gleich wieder schnell springt, aber ins Leere. Und jetzt Noah Jose mit einem ganz harten Whip-In. Und da muss Mustafa Ali fliegen. Aber ich glaube, so hat er sich das nicht ganz vorgestellt. Ja, letzter Schlag wird abgeblockt. Da sollte ein Body Slam kommen. Und harte Schläge. Einmal rückwärts, oh, da sollte der Ref lieber mal in Deckung gehen. Und Neckbreaker. Klassischer Neckbreaker an dieser Stelle. Und, oh, einmal an den Haaren und an den Ohren. Und da geht's nach unten. Der drohende Finger. Und, ah, da wurde er abgeblockt. Ja, da hat er No Way Jose Zeit gelassen. Okay, warum er zu dem Ringseil hingegangen ist, ich habe keine Ahnung. Ah, Schlag wird geblockt. Und nochmal eine Head Scissor. Und er wartet. Jetzt wartet er auf dem obersten Seil. Und. Nein, Kopfschere wird gekontert. Powerbomb von Noé José. Er ist in diesem Match einfach der kräftigere. Und, oh, Atomic Drop. Oh, 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 das. Ja, Inverted Atomic Drop, glaube ich. Und Konter.
Und Nobe Jose erhebt sich langsam. Und da kommt er einmal durchs Ring, sein Neckbreaker. Reicht das für den Sieg? Nein. Und jetzt geht er aufs oberste Seil. Ich glaube, er will es zu Ende bringen. Und... ja, Reverse 450. Reicht es jetzt für den Sieg? Es reicht Mustafa Ali mit einem weiteren Sieg hier bei NXT. Hier noch ein paar Highlights. Ja, direkt am Anfang, wo er das Match schnell zu Ende bringen wollte. Hier der Neckbreaker. Und man darf nicht vergessen, wir haben heute noch ein Mega-Main-Event. Hey, nochmal der... Hoho! Ich habe keinen Plan, wie der Move gerade heißt. Egal, er sah gut aus. Mustafa Ali weiter auf der Überholspur. Ich glaube, zweiter Sieg in Folge. Glaube ich, kann mich aber auch täuschen. Auf ins Next Match!